Facebook? Yeah. Insta? Yeah. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Bro, Bro und Buddy. Heute wieder original Donnerstag 19.30 Uhr. So cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, heute wieder mal draußen in der Natur und wieso und warum, da komme ich gleich dazu. Schön, seid ihr dabei. Hallo, Bro, Buddies. Genau. Ja, letzte Woche waren wir ja in Deutschland gewesen bei unserem Walter Friedrich und haben also wirklich einer meiner besten Putendöner gegessen und das ganz selbst gemacht und super schnell. Also das fand ich wieder... Und einfach. Oder? Ja, einfach. Also Walter, mega großes Dankeschön für das geile Rezept. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ich weiß schon, du hast wieder was coole Sachen im Petto. Also... Wir sehen uns. Genau. Wie ihr bei uns auch erkennen könnt, bei Daniel und bei mir, wir sind von der Sonne verwöhnt worden. Ich habe wunderbare Panda-Augen. Ich habe das auch heute nicht überschminkt. Ganz natürlich zeige ich mich euch. aber wenn so die Sonne scheint, ich weiß nicht, ob ihr schon die Überschrift gelesen habt, aber wenn es so heiß ist, dann suchen wir doch alle nach einer Abkühlung, oder? Ob wir ins Freibad gehen, ob wir in den Swimmingpool springen oder? Bevor sie sagt, wieso und warum, gerne, wenn ihr jetzt live dazu schaut, macht doch eine 1 rein. Und wenn ihr es nachschaut, macht noch eine 2 rein. Das wäre super. Das ist für uns immer wieder sehr, sehr spannend, um nachzuschauen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Jetzt bin ich raus. Nein, doch. Spaß. Also, wir haben in die Überschrift ja schon geschrieben, was wir heute für euch gemacht haben. Wir haben auch ein bisschen was mitgebracht hier raus. Es ist gar nicht mehr so ganz so heiß hier in Andermatt, aber trotzdem haben wir gedacht, heute Abend nach dem Abendessen brauchen wir nochmal eine Kelle Eis. Hallo Ella! Hey Ella, hallo! Genau. Hallo Franz! Und zwar haben wir Keto-Eis gemacht und veganes Eis. Ganz aus dem einfachen Grund, weil uns aufgefallen ist, weder eine Eisdiele hier in der Schweiz noch in Deutschland hat Keto-Eis. Weder Keto-Eis noch veganes Eis. Was ist los mit euch? Also ich verstehe das überhaupt nicht, weil... Hallo Christine, im Endeffekt, ich kann euch ja nur noch sagen, wie es früher war. Immer als wir früher mit unseren Eltern ins Freibad oder in die Badi, wie wir das sagen, gingen, gab es dementsprechend immer noch irgendwie 2-3 Stunden Baden, Wasserrutsche, den Bruder unter Wasser tunken, wie man das so gerne macht bei uns, gab es dann immer ein Eis. Und mein Lieblingseis ist und war immer noch das Korne mit Erdbeeraroma. Ich liebe also es einfach. Mit Waffel und Erdbeergeschmack? Genau, eine ganz normale Waffel mit extrem viel Zucker und dann oben die Vanillecreme auch mit viel Zucker und das Erdbeerpüree logischerweise auch mit Zucker. Aber ich habe es mir damals verdient, weil ich so lange im Wasser war und immer oberhalb des Wassers, nicht unterhalb wie mein Bruder. Und deshalb habe ich das auch immer super verbrannt. Aber wir haben gesehen, dass es noch viele andere coole Varianten gibt. Aber bevor wir jetzt da weiterreden, möchten wir gerne wissen, was ist euer Lieblingseis? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, was das euer Lieblingseis ist. Und wenn da Hallo Cindy und wenn da alle ein bisschen am Reinschreiben sind, Bro, sag doch du mal, was ist dein Lieblingseis? Mein Lieblingseis ist eigentlich Schoki. Ich bin eine Frau, aha, ich stehe auf Schoki. Also Schweizer Schoki oder Schweizer was? Schweizer Schoki. Ganz normal, dunkle, helle, gelbe, grüne. Also grüne Schoki habe ich noch nicht gegessen, mach mich schlauer. Aber ich bin immer wieder offen, aber eigentlich eher die dunkle Schoki. Und wie viele Kugeln nimmst du dann? Ich bin genügsam, ich nehme nur eine. Schoki, Fabia wäre auch. Schoki. Und das ist das Spannende, weil wenn es so heiß ist, wir lieben es, so wie ihr, einfach an einem Stiel mit kaltem Eis zu lecken. Es ist doch so was Befriedigendes, wenn man draußen sitzt, im Schatten oder in der Sonne, auf der Terrasse, am Wasser und man genießt dementsprechend sein Eis. Hallo Gabi! Wir haben hier noch Himbeer-Limetten-Sorbe. Da sind wir gespannt. Ella, pass auf, wir sind bald bei dir. Wenn du so coole Sachen postest, musst du dann die mit uns machen, gell? Das hoffe ich doch. Und, aber was wir wirklich herausgefunden haben ist, wir haben jetzt Eis gemacht. Ich möchte schon länger eine Eismaschine kaufen für uns. Leider hat es noch nicht geklappt, ich habe noch nicht die richtige gefunden und wir haben euch jetzt wirklich 2 coole Rezepte, die ihr ganz einfach im Eisschrank machen könnt, ohne Eismaschine. Und Thermomix. Genau. Hat ja nicht jeder. Genau, und ich glaube, das ist
Und ich denke, hey, hallo Pavle, du bist ein bisschen weit unten im Tessin. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein cooles Rezept, wenn man ein Eis machen kann ohne Eismaschine, weil ja, die hat eine gewisse Größe, die muss man wieder reinigen und, und. Aber wir haben es wirklich ausprobiert und die beiden Eissorten, die wir gemacht haben, sind richtig, richtig lecker. Und, ich bin gleich fertig, und ihr habt ja vorhin nachgeschaut und mitgehört, ich freue mich extrem auf ein Eis und das ist nachher hier. Richtig geiles Eis. Okay. Das geht super mit Thermomix. Das probieren wir aus. Oh ja. Okay, ich super. Freu mich ich jetzt bin schon gespannt. Drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber es war ja uns einfach wichtig, euch zu zeigen, hi, wie Gabi, schnell, hallo, wie schnell und lecker es einfach auch ohne Thermomix oder Eismaschine geht. Weil das hat nicht jeder zu Hause. Und ganz so lange hat es eigentlich gar nicht gedauert. Gell? Wir brauchten auch nicht viele Zutaten. Wie immer Rezepte, Anleitungen und Fotos gibt es dann morgen. Genau. Aber ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr mit uns ein bisschen interagiert. Bro hat es gerade schon gesagt, entweder die 1 oder die 2, die jetzt gerade zugeschaltet haben. Ihr könnt auch einfach unter den Kommentaren dazu schreiben, wenn ihr live dabei wart, einfach eine Live, dann wissen aus wir auch aus welchem Bescheid. Land schaut ihr zu? Das wäre auch noch cool zu wissen. Genau, aus welchem Land, wo ihr vielleicht gerade... De donde eres? Wo ihr vielleicht gerade im Urlaub seid. Wäre auch cool, wenn ihr im Urlaub seid. Genau. Ansonsten würde ich sagen, unser Eis schmilzt gerade weg. Es gibt natürlich die drei Varianten. Keto, vegan und natürlich ein Super-Special mit unseren exogenen Ketonen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann es kaum abwarten. Das ist unser veganes Eis. Ist so lecker. Das ist wirklich turbolecker. Es ist jetzt auch schön ein bisschen mit Schoki. Und ich finde das wirklich... Es ist super lecker. Und das Allerbeste mit den Exos, mit den exogenen Ketonen, da geht der Blutzuckerspiegel nicht hoch. Das heißt, ihr könnt essen und essen und essen ohne schlechtes Gewissen. Und da sind wir wieder bei unserem Credo, Genuss ohne Reue. Und genau darum geht es. Wunderbar. Ich will jetzt auch probieren. Moment, hier ist auch noch was. Du hast aber einen Frozen Joghurt. Das ist was anderes. Das ist aber eben, ich habe ja gesagt, wow, da ist noch was anderes. Das Keto-Vegan. Oh, ich komme. Hier hat es 36. Ja, Ella, bei uns hat es nicht 36. Wir haben vielleicht 23 Grad. Ist super entspannend, schönes Wetter. Und von dem her, in Andermatt ist es richtig toll zu genießen. Und oh, ist das lecker, oder? Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es ist einfach oberleckerst. Und ich würde mich freuen, wenn irgendjemand von euch eine Eisdiele besitzt oder jemanden hat, der sagt, ich kenne jemanden, der eine Eisdiele hat, weil diese Eissorten müssen definitiv an die Menschheit raus. Die sind so genial, gesund. Übernehmt unser Rezept. Wir haben mega Freude, wenn ihr das nachmacht, auch wenn ihr es eurer Lieblingseisdiele weitergabt. Das Einzige, was vielleicht reingeschrieben werden sollte, ist, es kommt vom Bro-Brom Buddy. Dann sind wir sowas von happy und... Oh, wir müssen leider schon fertig machen, heute ist ein bisschen kürzer, weil eben das Nicht-Zucker-Eis, das so lecker schmeckt, schmilzt bei der Hitze. Ja. Das heißt, wir dürfen das jetzt fertig genießen und wir wünschen euch einen ganz schönen Abend, genießt das Wochenende und bis bald und die Hitze. Tschüsseli! Tschüsseli.